sind diese ganz kleinen, feinen französischen Kartoffelchen. Ja, die heißen Rat. Rat. Und die, weil man sie mit der Schale isst, man muss sie natürlich vorher gut waschen, aber das Öl ist nicht heiß. Genug. Es fängt schon an. Also Sie dürfen nicht braten, sondern Sie müssen garen. Und dazu muss man auch den Deckel drauflegen. Ja. Und dann garen sie schneller, nicht wahr? Was wird das, wenn es fertig ist? Also wir nennen das nobistischerweise die Languste für die armen Leute. Aha. Ja, das ist also nur so ein Spaß. Denn Languste ist nicht billig, wir werden das gleich nochmal den Preis. Ja, es ist so wie ein, als würde man sich eben mal ein ganz feines Filet oder sowas leisten. Das macht man ja nicht jede Woche, sondern aus besonderem Anlass. Ja, und wenn man Besuch hat zum Beispiel, und also wenn ich Besuch habe zu Hause und wir essen und wir trinken erst unseren Drink, dann gehe ich in die Küche und setze die Kartoffeln so auf, wie ich das gerade gemacht habe. Dann kann ich immer wieder gehen in die zu den Gästen und kann mit ihnen plaudern, mehr oder minder. Und muss immer wieder umrühren. Aber nur umrühren. Wie lange brauchen die jetzt etwa? Naja, die brauchen ungefähr 10-12 Minuten, weil sie sind sehr klein. Und nach welcher Zeit kommt der Knoblauch? Also da kommen die vielen Knoblauchs rein, die sind Soll ich will nämlich eine Uhr stellen, damit wir uns nicht verplaudern. Naja, nach sechs Minuten. So 6 Minuten. Und die darf man nicht schälen. Ja? Ach, die sind ungeschält? Die sind ungeschält, weil nämlich sonst werden sie schwarz und bitter. Und wie isst man die nachher? Die tut man Also wenn die dann gar sind, dann kann man die mit, also mit der Gabel, wenn man sie hat, dann kann man die so rausschieben. Perfekt. Und das schmeckt herrlich. Ich nütze die 6 Minuten, ja. Aber Sie haben eben gesagt, wenn die Gäste kommen, trinken Sie. Sollen wir schon mal ein Gläschen? Finden Sie nicht, dass es noch ein bisschen früh ist? Gut. Tun Sie erst mal was. Sie haben noch gar nicht angefangen zu kochen. Wunderbar. Also der Koch kriegt erst was, wenn er auch gekocht hat. Sehr gut. Das ist zu stark. Gut, mach es klein. Mama. Wir haben es auf oben gehabt. Es geht gleich runter. Es geht sofort runter. Ich habe es auf ganz klein gestellt. Wissen Sie, alle meine Pullover haben hier Flecken. Ja, meine Hemden auch. Ich koche nämlich auch ohne Schürze. Ja. Ich muss sie umrühren. Ja, die werden sofort kleiner. Sofort. Okay, dann dauert eine. Okay. Ja. Und Sie machen was jetzt? Ich mache ein. Ich nenne es ein kretisches Omelette, das könnte aber genauso gut ein provenzalisches sein. Sie leben ja jetzt an der Côte d'Azur. Oh ja. In der Nähe von Cannes. Ja. Deswegen auch so ein bisschen und dieses Olivenöl, der viele Knoblauch. Ja. Und natürlich auch das Meeresgetier, wenn man direkt am Meer lebt. Ja, natürlich. Liegt das ja in der Hand. Ja, und wir haben auch unseren eigenen Olivenbaum mit unserem eigenen Öl. Oh, das habe ich nicht. Ach, sehen Sie. Also, ich habe schon angefangen, vorher ein bisschen, damit wir ein bisschen schneller fertig werden, die Zwiebel. Ja. So ein bisschen anzuschwitzen. Und da kommen jetzt Zucchini rein. Ich hab's, die kann man sogar. Bitte, die kann man auch roh essen. Deswegen müssen die jetzt auch gar nicht so furchtbar lang. So viele, also das Ding muss voll sein. Ja. Mhm. Und da kommt jetzt in jedem Fall noch Olivenöl drauf. So, jetzt kann ich sie umrühren. Hilfe! Gefährlich, ja. Also es muss ziemlich viel Öl drin sein. Ja. Brauchen Sie noch ein bisschen Öl? Nein, das geht so. Weil nach hinterher isst man ja das wie eine Soße. Ne? Ja. So, Rosmarin. Eine Freundin hat im Garten in Köln so einen großen Rosmarinstrauch. Aha, gut. Den nehme ich natürlich nachher raus. Und ich tue aber auch noch ein bisschen Rosmarin, getrockneten Rosmarin rein. Der schmeckt aber nicht so gut dazu. Was? Der getrocknet? Ja, den hat man nachher im Mund. Das ist so. Ja, man kann den ein bisschen im Mörser. Ja, bitte. Wo habe ich denn meinen Mörser? Der Mörser. Wo ist der Mörser? Der kleinen. Er reicht. Ja, sehen Sie, das sind nämlich so. Na, oh je. Und deswegen sagte ich, es könnte auch ein provenzalisches Omelette sein. Knoblauch, na klar. Viel Knoblauch. Duften tut das ja wunderbar. Ja. Ach, sieht das schön aus hier. Ich nenne es nur kretisches Omelette, weil ich es zum ersten Mal dort gegessen habe. Und Freunde waren da und die haben mir das gleich ins Kochbuch geschrieben. Und haben geschrieben, kretisches Omelette, das ist natürlich, gibt es nicht nur auf Kreta. Macht es nicht Spaß zu kochen, Herr Unglaublich. Biolek? Unglaublich. Ich finde auch, dass es Aber Sie haben noch gar nicht so lange so viel Zeit. Doch. Also wenn ich gesungen habe, wie ich noch gesungen habe, hatte ich natürlich schon Zeit. Ich habe ja immer 2-3 Tage nichts gesungen. Ach so, dazwischen haben Sie immer schon gekocht.
Also ja. Auch für sich allein? Ja, also in, besonders in New York, da hatte man immer ein Apartment mit, also ich hatte auch mein eigenes Apartment, aber zuerst in den Hotels immer mit Küche. Ja. Und das war das erste Land, wo ich bemerkte, dass man zu jeder Jahreszeit alles kaufen konnte. Das war wirklich toll. Ja, weil die ja auch, wenn es in New York Winter ist, ist ja in Florida Sommer und in Kalifornien ist es auch warm. Ne? Und dann nannte ich das immer auch heute noch ein Happening, weil manchmal gelingt es mir, manchmal gelingt es mir überhaupt nicht. Aber mein Mann ist es trotzdem, der ist dann lieb und Sie nett. Sind ja, seit Sie Ihre Abschiedstournee gemacht haben, treu, also haben Sie das ernst genommen? Ne? Einige machen ja 5 Abschiedstourneen. Ich hab 2 Jahre lang Abschiedstourneen gemacht. Aber jetzt seither singen Sie nicht mehr? Nee. Zumindest außerhalb der Badewanne nicht mehr? Nein, noch nicht mal oder in der Badewanne. Tatsächlich, rigoros. Nee. Das geht ist wie beim Tennisspielen. Entweder man ist drin und man trainiert, ja. Oder man ist draußen. Ja. Und das ist doch aber, deswegen sagte ich, haben Sie früher auch gekocht. Jetzt ist das doch sicher noch mal eine andere Sache, dass Sie viel für Gäste kochen können und dass das irgendwo, dass Sie Zeit haben. Ja, das ist doch auch eine wichtige Sache. Und es macht mir irrsinnige Freude, Gäste zu empfangen und einen Tisch schön zu machen. Aber es muss immer schnell gehen. Ich habe immer nur Dinge, die schnell gehen. Also das ist bei mir, sind Sie bei mir richtig. Also eine halbe Stunde. Ich habe keine Gerichte. Und wahrscheinlich die provenzalische Küche ist nicht mit dicken Soßen und sowas. Viel Olivenöl, leicht alles. Das entspricht wahrscheinlich auch Ihrem Geschmack. Natürlich auch viel im Mikrowellen. Ne? Ja, und nun haben Sie früher, ich habe Ihr Buch gelesen. Ja, das freut mich aber. Wie heißt das, der Titel, die ich wäre? Ich wäre doch so gerne eine Primadonna gewesen. Genau. Mein Gott, ja. Und warum haben Sie nie gewechselt vom Mezzosopran zum Sopran? Ich hatte zu viel Angst. Nein, ich glaube, meine Stimmbänder hätten das nicht hergegeben, weil das ist von Gott oder von den Genen her gegeben, da muss man, man für Stimmbänder hat. Sie können sich ja nicht beklagen bei dem, was Sie vom lieben Gott bekommen haben. Ich habe genug. Und nochmal drehen? Das ist gut. Ja, ja. Also was mich natürlich am meisten beeindruckt hat, war das Kapitel, in dem Sie schreiben, auf was Sie alles verzichten mussten wegen Ihrer Stimme, weil Sie einen sehr empfindlichen Muskel hatten. Das ist ja, die Stimme ist ja ein Muskel. Ja, ne? Aber das ist mehr für die Schleimhäute. Oder zum Beispiel Rotwein trocknet. Ja? Schade. Also ich meine für Sie. Schade für Sie. Ja, aber ich habe dafür Weißwein getrunken. Ne? Na gut. Immer noch nicht, aber jetzt noch nicht. Ja, jetzt noch? Nein, ich meine jetzt noch nicht. Wir haben noch nicht genug gehabt. Gut. Honig verschleimt, Schokolade verschleimt. Alles, was schwer ist im Magen. Jetzt dürfen die Dinger dazu. Gut, ja. Ich halte Ihnen das. Danke. Ja. Moment, das rühre ich erst wieder um. So. Nein. Soll ich es ein klein bisschen höher machen? Ja, ich denke mir. Und zwar deswegen, weil die ja kalt sind. Ja. Und die das jetzt wieder etwas abkühlen. Ja. Nein. Ich kann hier, während Sie erzählen, kann ich meine Eier verklappern hier für mein Omelett. Ja. Nein, wissen Sie, weil man darf zum Beispiel nicht haben, was man lange verdaut, wie zum Beispiel Nudeln oder sowas. Das liegt dann zu schwer im Magen. Ja. Also man und nichts, muss was bläht wahrscheinlich. Keine Kohlarten. Also man muss eine Krankenkost. Und natürlich nicht rauchen. Viele meiner Kollegen haben geraucht. Aber meine Mutter hatte mir gesagt, du willst doch immer was Besonderes sein. Wie die Zeit kam, wissen Sie, in der Schule, wo jeder raucht. Dann hat sie gesagt, du willst immer was Besonderes sein. Wenn alle rauchen, dann rauchst du doch nicht. Und das war ein guter Tipp. Das war ein guter Tipp, weil alle haben mich gefragt, was, du rauchst nicht? Und da war ich plötzlich Mittelpunkt. Ja. Da ich immer so Mittelpunkt kann man auch sein, Mittelpunkt werden, nicht, ja. Aber das ist doch gut. So. Das ist jetzt unsere Vorspeise, oder? Ja. Ah, dann dürfen wir was trinken, ne? Ja. Ich glaube, ich nehme jetzt die 2 kleinen raus. Das kriegen wir nachher nicht so gut. Ich muss sagen, das sieht sehr gut aus. Wie viele Eier haben Sie denn da? Was habe ich? 3. Das ist nicht so viel, ne? Also ist heute cholesterinhaltig, nicht? 3 Eier, diese Langusten nachher. Ja, unser gesamtes Essen. Das hat zwar keine Kalorien, aber dafür hat es Jetzt schalte ich wieder, jetzt haben wir die drin. Die haben wir ich mache jetzt 5 Minuten. Aha, okay. 5 Minuten. Hier kommt der Deckel drauf. Und jetzt müssen wir ja die Langusten vorbereiten. Oh ja, das müssen Sie schneiden. Ja, das ich habe die im Kühlschrank natürlich, weil... Ja. Das ist ja nun ein empfindliches Tier. So, jetzt müssen Sie mir aber die Anweisungen geben. Ja,
Also erstens kann man die Also eins ist hier vorbereitet schon geschnitten, ja, damit wir hier nicht zu viel schneiden. Man kauft sie tiefgefroren, ne? Das hat mich gewundert. Ja, ja. Ich dachte immer, die müssen ganz frisch sein. Aber es ist wie Schrimps, die kann man ja auch tiefgefroren kaufen. Und die schmecken auch gut. Schmecken sehr gut. Schneide ich das zuerst weg? Diese die kleinen Füßchen schneiden wir weg, die sind so süß. Wissen Sie, die haben ja eine herrliche... Nein, der ist schon weg. Manchmal haben diese Füßchen eine wunderbare Farbe. Farbe, ach, eine Zeichnung. Ach. Dass ich zu meinem Mann gegangen bin und habe gesagt, schau dir das an, wie schön. Ja. Und dann wird es weggeschnitten. Man isst es. Man isst. Ja. Sie haben doch in Paris gelebt, auf dem Land, also vor, ja, in der, ja, Nähe, ja, von Paris. Ja, da hatten wir unsere eigenen Hühner und Kaninchen und wir haben sie denn alle gegessen, die Tauben auch. Oh, das aber, ist auch furchtbar, nicht, wenn man die kennt. Es ist nicht viel dran. Hier, falls Sie sowas brauchen. Ja. Es ist nicht viel dran an den Tauben, muss ich sagen. Neulich habe ich Wachtel gegessen, da ist auch nichts dran. Nee. Aber ich habe gute Rezepte, wissen Sie? Ist wahr? Ja, ja. Ich gucke überall. Für Wachteln auch? Und für Tauben? Wachteln, ja. Die Wachteln muss man in einen halben Apfel tun, ja, hinein. Ja. Erst anbraten. Das, ja, raus? Darf ich eine? Das muss das raus, weg, ja, 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 das muss raus, ja. Und was ist mit dem Schwanz? Auch den ab? Schwanz schneiden Sie ab. Der Schwanz muss weg. Der Schwanz muss weg. So. Gut. Sehen Sie, das ist nämlich recht schwierig. Am besten nimmt man da, ah, da ist noch eins. Das sind diese, na, wie nennt man das? Die Brustpanzer. Brustpanzer. Ne? Brustpanzer, die Brustpanzer. Was meistens der Inaida hat, der Radames, auch immer so ein Brustpanzer. Der Radames, genau. Ne? Weil wir schon... Man das Ding nicht weg. Noch was, da muss man... Am besten macht man das eben mit so einer... Das ist das eine Geflügelschere? Nein, nein, eine Küchenschere. Ach so. Küchenschere für alles, aha, Mögliche. Ich habe es einmal mit einer normalen Schere gemacht, die ist mir glatt kaputt gegangen. Ja, nee, 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 das ist ging schon... gar nicht. Aber mit einer Geflügelschere geht es auch. Und jetzt sehr so gut, wie diese hier schneiden, ne? Moment, ich so zwei. Ich bin sofort da. Moment. Da, danke, Moment, danke, danke. Moment. Zwei, ist das richtig so? Ja. So? Ich würde sagen, ja. Also ich rechne immer einen Rücken für zwei Leute. Ah ja. Also ich habe mich erkundigt, bei uns... Nee, man muss schneiden, nicht drücken. Herr Biolek. Schneiden nicht. Schneiden und nicht drücken. Für den Panzer muss man drücken. Hier so noch. Ja, würde ich doch sagen. Ne? Halt. Also so ein, in der Größe, ja. Nein, sobald ich am Rücken bin. Drücken. Das kann man auch mit der Schere machen. Das mache ich jetzt auch mit nicht der Schere. Nicht auch. Der, diese Größe schön hier würde ungefähr bei uns, je nach Laden, ich habe mir mal ein bisschen... Recherche gemacht und die Preise waren unterschiedlich, aber so 40, 45 Mark würde diese Größe kosten. Eine. Der, den wir eben hier zerschnitten, aha, haben. Also wenn Sie denken, das sind, sagen wir mal, um 40, 45 Mark für zwei Personen, ja, und Sie also haben Gäste mit vier Personen. Der Rest kostet nicht sehr das viel. Kostet nicht sehr, sagen wir mal, das mit dem Wein haben Sie 100 Mark, ja, für vier Leute. Ja. Das ist schon für viele ein gut teures Essen, aber das macht man ja nicht jede, nee, Woche. Das macht man, wenn eben ein besonderer Anlass natürlich ist. Natürlich, zum Geburtstag, und zu Weihnachten. Das Schöne ist, dass man die jetzt, weil man sie tiefgefroren kauft, das ganze Jahr haben kann. Klar, ich habe sie immer bei mir zu Hause rumliegen. Au! Vorsicht! Ich mache mir schon wieder meinen Pullover schmutzig. Vorsicht! Die Reinigung übernehmen wir. Gut. So. Ich glaube, das kommt jetzt dann... Ja, aber noch nicht. Noch nicht? Unsere Uhr wird gleich abgelaufen sein. Haben Sie so ein kleines Messerchen, wo ich mal in die Kartoffel stechen? Natürlich. Könnte? Ja. Ja, mein Omelett. Das sieht ja schon toll aus. Sieht doch toll aus, oder? Die sind gar, die Kartoffeln. Ist doch prima. Na bitte. Jetzt muss ich nur mal schauen, ob die Hilfe. Die sind fast gar, Das ist auch gar. Na, wie heißen sie denn? Die Knoblauch. Die Knoblauch. Ich bin fertig. Wir können hier, sobald... Ah, jetzt kommt der Wein. Jetzt, danke, ja, danke, das war das erlösende Wort. Ich habe schon auch noch gerade. Wobei also, ich mich hier nicht als Trinker outen möchte, sondern einfach nur gegen den Durst ist Wein schön. Natürlich. Und ich meine, die Köche haben das Recht zu trinken. Ja, wobei ich immer auch Mineralwasser stehen habe. Für die Nicht-Trinker. Nee, nee.
Wein nicht gegen den Durst. Das ist wahr. Wein nur zum... Nur als Geschmack. Für die Lust. Aber wenn man anfängt, den Wein gegen den Durst zu trinken, das ist gefährlich. Übrigens, die Wiener sagen ja auch Kaffee nicht gegen den Durst. Deswegen ist immer ein Glas Wasser dabei, dass man erst den Durst mit dem Wasser löscht und dann zum Genuss den Kaffee trinkt. Aber wir sind jetzt nicht bei Kaffee. Bei einem Côte, das wollte ich noch sagen, natürlich für Sie extra Côte de Provence und Rosa, weil es passt zu dem... Das passt gut zu beiden. Zur Languste. Und zum Olivenöl. Gut, Prost. Prost. Jetzt gibt es mal ein Stückchen von dem... Ist gut. ...zum Probieren. So, die Uhr hat geklingelt. Sie haben gesagt, dass ich, die... also die Kartoffeln sind gut. Ja, aber Sie haben gesagt, auch die... Das ist... Auch der Knoblauch, oder? Ja, Knoblauch ist gut. Jetzt können wir das rein? Ja, das können wir reinschmeißen. Ich will das jetzt ein bisschen zur Seite tun. Ich mache auch eben ein bisschen kleiner, mache nachher wieder größer. Ich nehme mal... Ja, das ist nur vom Zucchini, das ist kein Problem. So. Ich habe nicht gewusst, dass man Langusten so unkompliziert und einfach machen kann. Wissen Sie, ich auch nicht. Das Rezept ist von einer französischen Freundin. Und ich war so begeistert, dass ich gesagt habe, also muss zu mir kommen und mir es mir mal vormachen. Weil das, wenn mir das jemand erzählt hätte, hätte ich gesagt, Languste, da muss man doch einen Schiss machen. Und da gibt es doch diese ganzen All-Americaine und wie das alles heißt. Ja, und Humidor und so, wenn ich schon die Namen höre. Thermidor. Humidor ist die Zigarren, glaube ich. Das ist die Kiste für die Zigarren. So. Wieder drauf? Ja, das ist eigentlich wurscht. Sollen wir ein bisschen drauf lassen und dann abnehmen? Oder gleich ohne? Ich glaube, wir können es ohne lassen. Ich glaube auch, ja. Sonst wird es vielleicht hart. Nämlich das ist das Einzige, dass man aufpassen muss, dass es nicht zu lang ist, dass sie nicht hart sind. Die werden sehr schnell hart. So. Also mein hausfräuliches Auge kann ja diese Spritzer hier nicht sehen. Putzen Sie immer gleich beim Kochen alles weg? Ich putze immer gleich, weil ich bin faul. Und hinterher macht es nämlich viel mehr Arbeit. Das stimmt. Das sieht ja toll aus. Haben Sie auch Salz dran? Ja, aber das kann man jetzt noch nachsalzen. Aha. Man muss, wenn man die Zucchini dünstet, muss man aufpassen, lieber kein Salz, das zieht sonst Wasser. Ah, stimmt, Sie haben recht. Dann dünstet es mehr, als dass es brät. Ja, und ich habe es ja gerne ein bisschen angebraten. So, ich habe nur in das Ei habe ich Salz getan. Ja. Mal sehen. Schauen Sie, wie schön hat sich das schon rot gefärbt. Sieht doch hübsch aus. Oh, ist ja ein Traum. Die arme Languste, die weiß nicht, wie hübsch sie aussieht, wenn sie rot ist. Die arme. Die wird ganz rot. Die schämt sich. Aber jetzt weiß ich auch, warum Sie gesagt haben, Rosé dazu. Ja. Weil man ja auch mit dem Auge ist. Und so wie man zum dunklen Fleisch einen kräftigen Rotwein trinkt, so ist das natürlich dafür ideal. Mein Gott, ist das hübsch. Das ist ein Traum. Aber was mich am meisten fasziniert, ist, dass das alles so einfach ist. Ich würde nichts machen, wo ich stundenlang in der Küche stehe. Ich mache immer Sachen, die schnell gehen. So, jetzt probieren wir mal ein Stückchen Omelette. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ja. Wir haben noch ein bisschen Biss. Für mich muss es ein bisschen mehr Salz haben. Hier. Ich lebe völlig ungesund. Ja. Na, nachdem Sie so viele Jahre so gesund... Genau, darf ich jetzt. Ich habe gelesen in Ihrem Buch nicht nur, dass Sie sich mit dem Essen und anderen Dingen einschränken mussten. Vor den Konzerten durften Sie nicht reden. Ja, ich habe so idiotische Stimmbänder, die so zart sind. Ja, deswegen konnte ich auch gut Lieder singen, weil die sind flexibler. Aber wenn ich geredet habe zu viel, dann hat mein lieber Halsarzt immer gesagt, Christa, deine Stimmbänder sind nicht da zum Reden, die sind da zum Singen. Ne? Da muss man wirklich still sein? Mhm. 2 Tage oder einen Tag? Oder? Mhm. Also nicht den ganzen Tag. Aber. Nein, ich kann guten Morgen sagen, aber ich meine keine Einladungen, wo man viel redet oder so. Ist sehr gut. Lecker, oder? Sehr angenehm. Lecker. Sie sind doch in der ganzen Welt aufgetreten. Mhm. Allen Opernhäusern, aber eben auch da, wo keine Opernhäuser waren, weil sie Konzerte viel gegeben haben. Ne? Haben Sie dann auch hatten Sie überhaupt Gelegenheit, die regionale Küche kennenzulernen? Oh, natürlich. Vor allen Dingen liebe ich das Japanische.
Das ist leicht, ne? Das ist sehr leicht, aber es chinesische. Außer Tempura, das ist praktisch frittiert. Aber die andere Sache, und die chinesische Küche, die ist nicht eigentlich für das, was Sie vorhin gesagt haben, sehr für gut. Sie als Sängerin sehr gut. Sehr sein. Gut, hat nicht so viel Fett und so. Ja. Also ich gratuliere, das ist sehr gut. Ich kann mir vorstellen, im Sommer zum Mittagessen im Garten, mit einem guten Rosé, Glas Wein. Gut gekühlt, gut das gekühlt. Ist wirklich angenehm und leicht. Das hier macht man am Anfang des Monats, ich spreche jetzt für Gehaltsempfänger oder so, und das am Ende des Monats, denn das Omelette ist ganz billig, ganz einfach. Und das ist sozusagen für den 25. Hochzeitstag. Oh, pfui, den habe ich jetzt bald, dann würde ich doch sowas nicht essen. Nein, das, ich meinte natürlich das. Nein. Nein, das esse ich vorher. Mittags und so, aber ganz am Abend das. Ja. Ich glaube, das ist gut. Ne? Ja? Ui, die sind schon angebraten. Ich habe schon klein gemacht. Jetzt haben wir so viel geredet, dass ich nicht aufgepasst habe. Gut, ich glaube, das ist gut. Die müssten eigentlich gut sein. Aber natürlich, die sind gut. Ja? Also machen wir es auf. Hier sieht es noch ein bisschen roh aus. Ah ja. Mhm. Das heißt, die Japaner essen ja auch roh. Also ich esse das auch roh. Ja? Mhm. Was man machen kann, ist auch diese, so ein bisschen auf die Kartoffelchen runter. Ja, die ist schon gar so. Ne? Ja. Also es muss vor allen Dingen immer ein Topf sein, der breit ist, damit die Kartoffeln nebeneinander liegen können und nicht hoch. Und Sie sagten vorhin, das ist so ein bisschen ironisch, Omar pour le pauvre, also ja, es ist aus. Hummer, ja, nicht Hummer, es ist Languste. Languste. Für die Armen. Also Hummer ist ja das mit den Scheren. Ich werde das nie lernen. Das und Languste so? Ist das wie eine große Schrimp, also es ist ohne Scheren und hat diese großen Dinger ja. Und ist das, warum keine, heißt das für die Armen? Ist das, weil man es mit dem Topf auf den Tisch stellt. Man hat kein Geschirr. Das machen wir jetzt. Isst ja, man dann man auch isst aus das dem da Topf? Drauf? Nein, man hat seine Teller natürlich nicht. Darf ich ein bisschen Weißbrot dazugeben? Können Sie, ja. Denn das wird zum Dippen toll sein. Ja. Das Öl muss doch ganz... Das Öl gießt man nachher über den... Natürlich über die Languste. Und also ich bin immer gegen Brot, nicht wahr? Aber Sie dürfen. Ich darf. Ich freue mich nämlich schon, dass ich das Öl, was runterfließt... Nachher aufstippe. Das ist ganz wunderbar. So, dann tue ich es daneben. Ich glaube, da brauchen wir... Ja. Und das ist nämlich immer lustig, wenn man. Kann man das da draufstellen? Ja, ja, auf die Kacheln. Toll. Das ist das Praktische. Toll. Bringen wir Ihr Glas auch. Nämlich, das ist immer lustig, wenn man. Danke vielmals. Wenn man oder einen Beitisch hat und man stellt das auf den Tisch. Ja. Und ich muss sagen, dass alle meine Freunde haben sich alle gefreut. Ja, ja, das auch doch. Auch Gäste. Ich mache einen Unterschied zwischen Freunden und Gästen. Ja. Nicht jeder Gast ist ein Freund. Ja. Aber ein Freund ist ein Gast. Das ist faszinierend und ich kann mir vorstellen, dass sich das meine Gäste auch gefallen lassen. Aber das Einzige, was ich nie genau weiß, das können Sie mir vielleicht sagen, mit was isst man das? Also ich habe es probiert mit dem Fischbesteck. Ja. Und das Fischbesteck schneidet nicht richtig. Also ich glaube, man isst es doch... Mit der Hand. Nee, mit der Hand doch nicht, Herr Biolek. Das ist doch viel zu heiß. Ich bin wieder ganz... Nee. Aber mit Messer und Gabel? Ich denke mit Messer, nicht? Darf ich Ihnen trotzdem eine Gabel geben? Ja, natürlich mit einer Gabel. Sie müssen mir aber auch noch sagen, was ich mit diesen tollen Knoblauchzehen mache. Ja, also passen Sie auf. Also man muss vor allem, wir brauchen auch einen Löffel für die. Ja. Also Knoblauch, wenn es mir jetzt gelingt, ja. Ich weiß nie von welcher Seite, die quetscht man. Quetscht man da so raus. Ja, 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 das ist toll. So, und dann isst man den Knoblauch. Isst man dann so. Da muss ich ja mal probieren, wie der schmeckt. Und das schmeckt herrlich. Ah, es ist noch kein Salz. Ich habe Salz vergessen, Mama Mia. Haben wir aber alles im Haus. Ja, aber ich habe es vergessen, auf die Kartoffel zu tun. Das muss kann man das nicht jetzt machen? Ja, kann man schon. Man muss es nämlich ziemlich spät dran machen, sonst brennt es auch. Ne? Aber dass mir das passiert, ausgerechnet ja, in einer ich Sendung habe Sie eben mit abgelenkt. Ihnen. Ja, das haben Sie auch. Sie machen mich ganz verwirrt. Oh, entschuldigen Sie, ich gebe mir zuerst nicht, war das? Das mal. Also das ist nur wirklich.
nachdem wir uns jetzt hier so gut unterhalten haben, ist das kein Problem. Jetzt muss man noch das Olivenöl auch da drüber tun, natürlich. Es ist schlecht zu nehmen. Und da meine ich ja, da wird ja etwas nebenbei fließen. Ja. Und das werde ich nachher. Deswegen ist es immer gut, man nimmt viel, viel, viel Olivenöl. Ja. Sie sehen, man kann es sehr schwer rausholen. Ja. Wenn da mehr Olivenöl drin wäre, kann man es besser rausholen. Haben wir wieder gespart. Logischerweise. Ne? Mm. Ah, das ist zart, das ist wunderbar. Aufpassen, heiß. Meine Mutter hätte gesagt, zu dieser Languste muss man Sie sagen. Das kennen Sie auch. In Österreich hat man das immer gesagt. Schmeckt doch wunderbar. Und wir schneiden die Kartoffeln bitte auch mit dem Messer. Da habe ich überhaupt kein Problem. Eben. Die sind heißer wie das andere. Durch das Öl. Aber dieser Knoblauch, das fasziniert mich. Die Servietten für die Armen. Danke. Danke. Das sind auch Taschentücher für die Armen. Ja, mal alles drin machen. Weil der Knoblauch ist doch das... Wie ist denn das, wenn man ein Leben lang gereist ist, immer unter Strom stand, weil man wieder Konzert, Oper und jetzt seit einem Jahr Ruhe? Jetzt habe ich seit einem Jahr Ferien gemacht und jetzt frage ich mich, Christa, was nun? Ferien allein sind eine Weile wunderbar, wenn man so viel gearbeitet hat. Sie haben ja sehr lange, wie lange haben Sie eigentlich aktiv? Fast 50 Jahre. Ja, aber aktiv. Ich habe angefangen 1945 nach dem Krieg. Im Kindergarten. Ja, und habe 1994 aufgehört zu singen im Dezember. Also es sind fast 50 Jahre. Ja, jetzt müssen Sie sich irgendeine... Geben Sie ein bisschen Unterricht? Wenig. Hin und wieder kommen mal Leute zu mir, die irgendwas lernen wollen. Einer hat geschrieben, ich möchte von Ihnen die Tricks lernen. Daraufhin habe ich geschrieben, mein liebes Fräulein, das ist nicht mit Tricks gemacht, das ist mit Arbeit gemacht, ein Beruf und eine Karriere. Ja. Was soll das? Ja. Und mit Verzicht. Das muss man wissen, mit Verzicht. Also Sängerinnen? Ja, weil es ist sehr schwer, eine Familie und einen Beruf in jedem Beruf. Ja, ja, aber ich denke an die Politikerinnen zum Beispiel. Wie machen die das mit den Kindern und mit dem Ehemann? Ne? Das ist alles so ein... Ja, aber Sänger oder auch Pianisten, Pianisten haben es leicht. Aber was ich meine, sie sind viel unterwegs. Ja, die fahren mit. Ich kenne einen Pianisten, das ist der Simon Barto. Den kenne ich sehr gut. Ja, kennen Sie sehr gut. Ja, ich auch. Ich habe gesehen, dass er Sie begleitet hat. Ja. Bei Ihrem Abschiedskonzert in der Oper in Berlin. In Berlin. Ja. Ja, und er nimmt immer Frau und Kind mit auf die Reise. Das meine ne? ich. Ja. Macht er immer noch Bodybuilding? Ich hatte einmal eine Winterreise mit ihm gesungen in Schwerin. Und da war die Überschrift in der Kritik. Es sah aus, als ob, wie haben Sie gesagt, Christa Ludwig kam mit ihrem Sohn. Oder so ähnlich, nicht wahr? Ja, na, Schwarzenegger. Und die Mutter von Schwarzenegger, weil er sah aus wie Schwarzenegger. Bei ihm wölbt sich ja der Frack und alles so. Ne? Der ist hier voll gespannt. Aber er ist ein herrlicher Pianist. Und ein wunderbarer Mensch, ich kenne ihn schon. Ne? Sehr gut. Dabei bleiben wir, gell? Hätte ich nur öfter Hochzeitstag. Also ich würde den Hochzeitstag mir erfinden. Ja. Vielen Dank nochmal. Es war mir eine Freude. Mir auch.